Kurze Frage, kommen die jetzt nachher nochmal wieder oder was? Nein. Nein. Nö, sie sind weg. Weil jetzt alle gesagt haben, bis später. Ja, was denn? Werden wir uns ja dann irgendwann wiedersehen. In der Arme. Ja, irgendwann das mal. Tomcat und Sonnenschein. Die machen jetzt ihre Privatparty innen. Tschüss. User disconnected from your channel. Tschüss. Oh, da war er schon weg. Jetzt ist er wirklich weg. Wahnsinn. Jetzt sind paar ist der Aufnahme mit Gästebereich schon wieder forever alone. Sehr leer. Ja, genau. Jo. Oh, nee, wieso soll ich ihn jetzt runter von der Whitelist schmeißen? Ich habe keinen Grund dafür. Ja, musst nur aufpassen. Irgendwann hast du ein neues Dorf komplett fertig mit ja, allem. Ja, ja, ja. Das geht schnell bei ihm, wenn er Zeit hat. Dich habe ich auch auf der Whitelist draufgelassen, Delfino. Der hätte eigentlich die ganze Zeit drauf spawnen können. Ja, stimmt. Ich habe überlegt, irgendwelche Geschenke hinterlassen irgendwo. So geheimnisvoll, hä? Cedric, hast du das gebaut? Nein! Genau. Irgendwo mitten in die Pampa baue ich irgendwas rein. Mit Edizien, Cedric war hier. Ja, so ungefähr. Oder genau, einfach so irgendwo ein Schild Grüße von OZ. Ja, stimmt, der hat auch eine Whitelist, ja. Ja, stimmt, aber Ziran habe ich noch gewhitelistet. Ja, wir bauen dann irgendwo ein Dorf hin als Botschaft fürs Dreiebenland. Hier so, zack, Shift und hier machen. Aber ja. Aber gut, wenn Ceron da ist, dann muss ich vorher auf jeden Fall noch Hohenstein richtig aufräumen. Sonst. Weißt du, roten Teppich. Ja. So wie es er auch für die Gäste macht. Aus hier frischen Schafen. Wie hat Ceron gesagt? Annie hat was als hier, ne? Pullover-Schweine, genau. Genau, hat mein Sohn immer gesagt als. Genau, die Schweine mit dem Pullover. Pullover-Schweine. Finde ich übelst genial irgendwie. So mitten bei der Autofahrt, ne? Mama, guck mal, Pullover-Schweine. Ich hab mich bald weggelacht. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gebaut, Cedric. Ja, alles prima. Gut. Schaut gut aus von unten. Ja. So langsam. Der Fino sieht das noch gar nicht mal so wirklich. Schaut gut aus. Ich könnte natürlich hier raufklettern, aber ne. Und jetzt eins rauf, oder wie? Und jetzt eins hochgesetzt, oder... wie ist das geplant? Oder das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert für dich gerade. Weil die einzelnen vier Erdprömpel, die ja nach oben ragen, sind eigentlich keine Halterung. Einfach nur Hilfslinie. Ach so, und das sollte dann so ganz rum so in dieser Form so gehen, oder wie? Nee, sozusagen ist das die Säule, die du gerade hochgezogen hast, treffen sich dann ganz oben. Deswegen, ja, sind wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Überlasse ich mal lieber dir. Jo. Gut, ja, dann. Ja, wenn ich mich da hier oben widme, könnt ihr ja eure einzelnen Etagen einrichten, oder? Ja, eigentlich schon. Die jetzt weg sind, haben natürlich jetzt Pech gehabt. Ah ja, wer nicht will, der hat schon. Da ist der Creeper. Hast du auch noch länger bleiben? Ja, der ist erste, zweite Etage außen hinten. Außen hinten? Ja, weißt du, dort wo die Vorsprünge sind außen. Da spawnen die Monster. Ah, weil da keine Fackeln sind. Richtig. So dass, wenn da einer ganz tief in der Wand drin steht, da explodiert das. Und da denkt sich so, was? Wie kann das passieren? Genau. Wobei, zu den Anfängen von Minecraft, die ich gespielt habe, da war das ja normal. Du hast eine Wand, auf der anderen Seite ist der Creeper und der explodiert. Ja, das stimmt, das war früher so. Mal sehen, ob sie das auch noch einführen. Die haben ja jetzt schon eingeführt, dass man hier die Leute wieder die Leitern hochdrückt. Ja, so wegschieben, das gab's ja jetzt auch eine lange Zeit nicht. Ich habe leider keinen Bogen, sonst könnte ich den runterschießen. Was, mich? Wo bist denn du? Nein, den Creeper. Ach so. Ja, ich sehe gerade, wie ein Namensschild da gerade vorbei ist. Da rennt der Enrico, der ist gerade runter. Weil er kurz weg ist. Ja.
aber da ist einer und irgendwo ist aber noch einer. Das sind zwei Creeper auf der Karte. Zwei Creeper. Mhm. Will die Annie mal ganz hochkommen? Ich bin unterwegs. Bin schon im Schacht. Sie hat Schacht gesagt. Ich glaube, ich muss noch eins hoch, ne? Ja. Wow. Guten Tag. Geil. Das habe ich ja mit Sonnenschein und ja Enrico mit hochgezogen. Schaut schon cool aus, ne? Und hier oben kann man dann so rumgehen. Na, hier jetzt nicht, aber hier kann man dann so runterschauen. Hier ist wahrscheinlich der Effekt am besten mit. Wenn man hier dann so in der Ecke steht und dann so runterglotzen kann. Darum wollte ich den Block auch hier unten drunter noch Glas haben. Dass der nicht blockiert bei der Sicht. Das hat mal eine bessere Sicht sozusagen. Genau. Also der Anni gefällt es anscheinend. Ja, endlich kann ich nicht mehr runterfallen. Ja, zumindest hier in der Einhimmelsrichtung ist es noch möglich. Kann ich dir noch helfen mit Glas verlegen? Ja, wenn du es weißt. Ja, das habe ich extra weggenommen, Anni. Ach so. Warte mal. Es muss doch einen nach unten versetzt werden. Schon wieder dunkel. Ja, ich hab hier ein Bett hier oben. Auch. Zack. Zack, zack. Der Sino ist ruhig. Ja, ich lieg. Ich habe nur den Creeper beobachtet. Und was gibt's Neues aus euren Dörfern? Kann ich auch mal so in die Runde fragen, dass wir mal wieder ein bisschen Gesprächsstoff haben. Wer schläft nicht? Wahrscheinlich Enrico, der ist kurz weg. Oh, das ist schlecht. Müssen wir schlecht rausspringen, ne? Weil wir ihn ja nicht kicken können. Genau. Kurz mal runter beim Server. Ich stehe da mal auf, da mache ich mal Nachtarbeit hier. Aber den Shader an, aber hier oben ist gut machen. Hm. Kann man gut arbeiten, weil was schlecht nützt es? Nee, Enrico kann ja nicht schlafen. Enrico ist ja nicht da. Genau. Der ist am Server aber weggegangen. Er hat sich nicht ausgeloggt. Wieso bin ich denn jetzt hier? Zack. Ich stehe wieder auf, weil es macht keinen Sinn zu schlafen. Ja, falscher Server. Falscher Server. Ja, da kann man dann mal. Wieso bin ich denn jetzt hier? Kann man jetzt mal hochgucken? Oder mal, ich spann mich mal ja hoch. Dann machen wir mal einen schönen Screenshot hier bei Nacht. Ich glaube, bei Nacht habe ich hier das noch nicht fotografiert. Ich bin mir nicht sicher. So. Machen wir mal F1. Ui. Zack, und machen wir hier mal einen Screenshot. Aber nicht runterfallen. Oh, dort unten ist jemand. Ist da jemand? Ja. Der Fino ist bei meinen Feldern. Dort kannst du zwischendurch laufen, zwischen den Stein- und Holzzaun. Kann man durch? Ja. Ah ja. Da ist meine Kartoffelfarm. Auf der Karte ist nämlich ein Zombie. Das wollte ich nur schauen, wo der ist. Stimmt, der Hauptmann kümmert sich um das Monsterproblem. Ja. Finde ich sehr gut. Wo ist er denn? Oder ist der eingegraben in den Berg da drinnen? Hast du Zerons Folge gesehen, Delfino? Welche heute? Ja. Ja, gestern, heute dich gesehen, ja. Die Besuchsfolgen. Schön. Ah, da ist er. Da ist er, sagt. Ja. Der hat schon die Dorfbewohner angefallen. Eieiei, nicht gut. Ja. Weil hier jemand nicht schläft. Oder gar nicht da ist. Ist eine Unerhörtheit. Das ist genau nicht, das sind die Felder, dann ist ja so ein Hügel. Mhm. Und genau da ist er gespawnt. Auf diesen Hügel. Wo auch die Bewohner rumrennen.
Ich mach da mal ein bisschen Licht. Kann man ja später wieder weg tun. Schleichen. Schleicher mit den elastischen Beinen. Okay. Na, ich zieh das mal hier hoch. Komm nicht durcheinander. Zack, 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 zack. Zack, zack. Guck mal, der Mond, der steht schon wieder fast hier und da war eine Sternschnuppe. Ist das schon wieder wer? Der Mond, du gehst so stille durch die Abendwolken. Sehr gut. Die Folge würde ich dann Nachtarbeit. Nein, das kann ich irgendwie nicht. Ich kenne nur, der Mond ist aufgegangen. Oh, alle ins Bett, schnell, Enrico ist da. Ja, ich bin das tut mir jetzt aber sehr leid. Und der Gong schlägt Mitternacht. Der Fino hat schon einen Hörsturz. Um Gottes Willen, ich gehe am besten gleich mal auf Zombiejagd. Das halbe Dorf ist schon angefallen worden. Ja, der Fino hat sich schon drum gekümmert. Genau. Ach so, okay. Da war schon einer aktiv am Angriff. Der Fino, hast du die übrigen Leiter wieder mit runtergenommen? Ich habe ein paar noch eingesteckt und in der einen Kiste waren aber auch noch Leiter. Hier oben in der Kiste sind keine. Gut, dann unten. Soll ich die Erde mitnehmen? Nee, die muss ja oben bleiben. Okay. So. Da ist ruhig, da ist. Also die Glasproduktion kann gestoppt werden. Okay. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist genug Glas, aber danke dafür. Die Bosamkeitsspitzhacke kann man auch hier lassen. Hm? Oben? Ja. Die Decke sozusagen, was würdest du da vorschlagen? Hallo. Als Decke. Da ist er ja. Der Blauhaarige. Als Decke. Oh Gott. So. Warum machst du das wieder weg? Da kommt noch hier. Zentimeter dicke Spalten. Na, dass die Leute da auch ein bisschen Nervekitzel haben. So. Nein. Hier kommen noch hier die Steinziegeln. Zack, zack. Achso. Wie oben sozusagen. Jo, ich würde dann am besten schon mal auf meine Etage gehen und könnte eigentlich beginnen, oder? Das ist keine Steinziegel mehr. Enrico, hast du noch ein bisschen was einstecken? Ich habe noch 19 Steinziegel. Jo. Dann gib mal her. Ja. Ja, damit. Ih, der bricht schon wieder. Wer? Wer bricht was? Da habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Er hat schon wieder gebrochen. Ach so, wegen sich den übergeben. Steinen. Ja, jetzt. Ach so, ja. Ich habe gerade die Bauliste gefunden. Die ganzen Projekte. Da stehen einige rum, immer mal welche, wo. Ja, da. Ach ja, 3, 4, dort bist du. 16, da ist der Delfino. 9, 10, 11, 12. Jo, dann halte ich mich ein bisschen. Dort hinter dir bei dem Weizenfeld, da dahinter ist ja die Kathedrale hin. Da gibt's auch noch einen Weg. Ich habe gerade Delfino beobachtet, du baust das einfach zu. Ich habe nämlich rangezoomt. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht von uns. Da unten ist er. Glas. Ah ja, das sind die ganzen Blöcke. Sieht gar nicht so schlecht aus von unten. Ah, jetzt kann ich mal von der anderen Seite den Turm anschauen. Es wird wahrscheinlich dann noch sehr dunkel in unseren Zimmern, was? Ja, da kommen noch Fenster rein. Also Glas haben wir einen Überschuss auf jeden Fall. Ja, und eine Menge Sand noch da, falls es nicht reicht. Jo, dann halte ich mich jetzt unten auf. Wenn irgendwas benötigt wird, dann ruft nach unten. Entschuldigung. Was steht hier Schönes? Planbaustelle Kirche. Erstellt am 22.10. Siehst du mal, wie weit das schon weg ist. Ja, und wie fortgeschritten die Baustelle schon ist. Ja. Es ist schon wieder ein Monat her. Oh, hier ist überall Glas fertig. Ich würde das dann mal an die Drohnen bei mir packen. Dauert ja auch alles ewig. Jo. Falls es da eine gibt.
Was haben wir hier Schönes? Dort, wo das Sand mit dran steht. Ja, ich seh's. Okay. Jo.